Hi, der Metzger, der Lars hier. Willkommen zurück bei Frontschweine, Pinstripes Mod Version 3. In der nächsten Mission greifen wir jetzt erstmal ein paar Orden ab, dann befördern wir Dosenfleisch und dann beenden wir diesen Krieg. Aber erstmal nächste Mission. Generalstab, Lars Trond hier, vertraulich. Um die Insel Astria zu sichern, müssen wir uns auf unbekanntes Terrain begeben. Dieses Gebiet ist völlig unerforscht, da schwere Schneestürme die Aufklärung für unsere Aufklärungsflugzeuge unmöglich gemacht haben. Geht hinaus in die Wildnis und kommt nicht zurück, bis ihr das Gebiet gesichert habt. Major Grimschwart, das Unbekannte. Viel Glück. Mission 24. Last Frontier. Die Mission ist jetzt nicht das Problem. Zieht sich ein bisschen, weil die ganzen Orden erstmal einsammeln muss. Aber der Gegner an sich ist kein Problem. Er ist schwach, besonders ohne Wing Commander. Ist der Einzige, der irgendetwas ausrichten könnte. Und er wird nicht an Zug kommen. Das ist Luftschlag Nummer 1 für dich. Das schmeckt, wa? So, was meinst du jetzt? Kein Präsent? Ja, ein stachliges Präsent oder ein schrapnelliges Präsent. Na, ein bisschen Schaden gemacht. So, ja doch. Ich laufe erstmal ein bisschen vor. Ich muss ja zum Abwurfpunkt. Für die Orden. Bam, 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 bam. Das war's für dich. Rutschst du runter, hältst du an, bist du tot. Baumschwein Nummer 1 von Gegner, die haben noch einen. In einem Baum drin. Einen Kampfkeiler. An der linken Seite. Auf der Map. Er vergiftet Blutwurst. Das ist eine Blutvergiftung. Triff dich selbst, Menno. Ja, ist auch mal gut hier. Und dann wollen wir schon mal natürlich meine näher an den Feind ranbringen. Und dann will ich erstmal den feindlichen Kampfkeiler rausholen. Nicht ganz so hoch. Und das ist doch schön. Rutsch nach hinten. Kannst du da ins Loch rinrutschen? Leider nicht. Da wärst du, glaub ich, nicht mehr rausgekommen, wa? Das wäre praktisch für mich gewesen, wenn er jetzt da drin gewesen wäre. Ist aber leider nicht. Ich kann ihn aber da reinschubsen. Oder ich töten einfach. Ich töten gleich. Ich habe noch mehr Luftschläge für euch. Baum! Schütze mich! Der Baum hat mich ein bisschen geschützt. Deswegen habe ich ihn da hingestellt. Jetzt rutscht er wieder den ganzen blöden Berg runter. So, weiter nach oben. Näher zum Abwurfpunkt. Ich will mich nicht zu dir stellen. Hier. Hätte besser platziert werden können. Ich hatte aber Zeitdruck. Ja, schöner Schaden. Kommt gleich noch einer. Rutscht ihr irgendwie zueinander? Das wäre cool. Wo rutschst du hin? Bleib bei den Kollegen, Junge. Da humpelt er schon. Er ist unter 20. Das finde ich schön. Oh. Ja, dann bleib doch bei der Kiste stehen, du Depp. Er ist über 20 und er humpelt bereits. Das finde ich jetzt sehr, sehr seltsam. Lauf mal zum Baum dahin. Ich muss doch noch den Luftschlag rausholen. Zeitdruck. Du hast in dieser blöden Mission immer so wenig Zeit auf dieser Map. Ja, wenigstens ist er schon mal tot. Eine Nervensäge weniger. Ich würde ihn gern noch sehr schnell loswerden, weil TNT ist halt nervig. Und den Spion. Der Rest ist mir relativ. TNT. Nee. Triff dich selbst? Trifft dich selber am härtesten. Der hat sich aber ordentlich. der hat 120, oder? Das war aber ein Eigentor, Junge. Das war aber ein Eigentor. Ich komme da leider nicht mehr. Doch, ich komme da noch hin. Ah, Scheiße! Das Medikit hat meinen Wurf resettet. Ich hatte schon auf Power gestellt. Ich wollte schon schmeißen. Ich laufe da mal hin.
Ich... Hier, von mir aus, mir egal. Der ist tot, die Kiste kaputt, von mir aus. Wer braucht die denn schon? Der kann auf jeden Fall dann beim nächsten Mal schon mal sich einen Orden holen, wenn er denn dran ist. Du hast noch 29. Auch sehr schnell tot. Rutsch nicht zu weit runter. Ja, von mir aus da, dahin. Ist alles okay. Ich will erstmal den Pionier loswerden. Weil TNT und so ist halt gefährlich. Ich hab leider kein Dings mehr. Ich hab das. Reicht leider nicht, um ihn zu töten. Warum humpelt ihr schon bei... Ihr habt über 20. Aua! Wie viel Leben habe ich da eingesammelt? Gut, dass der Gegner das nicht gemacht hat. Das ist ja ein bisschen viel eigentlich. Das ist ja ein bisschen viel. So. Ich will den ja auch treffen gleich. Wo ist denn die Sau? Da ist die Sau. Das dürfte auch hoffentlich jetzt reichen für dich. Nee, er hat noch zu viel Leben, ey. Ich dachte irgendwie, die Streuung würde ihn besser treffen. Ach, du bist ja auch noch da. Wie viel Leben hast du noch? 120. Die Scheißmission zieht sich halt. Dann ist doch scheißegal, wen ich zuerst töte, wa? Wo ist denn der? Na, ja, treffe ich mir halt selbst von mir aus. Rutsch runter zu deinen Kollegen und töte euch beide. Fast. Schade. Das wäre schön gewesen. Du durftest den Tod deines Kollegen wenigstens mit ansehen. Psychoterror. Eine weitere Splittergranate. Triff dich selbst mit einem Schrapnell. Das wär doch schön. Ja, ganz nette 30 Schaden von mir aus. Ich hab keinen Bock eigentlich mit dir irgendwie Zeit zu verschwenden. Wisst ihr das? Schieß ihn zu mir rüber. Ich musste noch zum Abwurfpunkt. Was mache ich denn hier gerade? Du nervst. Aber du kannst von mir aus da am Baum drin bleiben. Ich muss jetzt hier erstmal Orden einsammeln. Ein Orden. Ein Orden würde ja eigentlich reichen, um Dosenfleisch zu befördern, aber ich werde natürlich hier alles einsammeln. Natürlich will ich das. So, ein bisschen Bazooka-Training hier. Hat er schon mal ein bisschen Schaden gekriegt. Das wird noch mehr Schaden. Kann ja nichts schaden. Du Schwein! Der läuft da einfach da hoch. Das ist ja frech. Das wird nicht reichen, um irgendwie noch was zu machen, wa? Ja, ist viel zu knapp mit der Zeit hier. Kannst ja nichts tun hier. Kann ja nämlich nicht so schnell drehen, um noch eine Bazooka irgendwie abzuschießen. Ja, rutsch wieder runter. Hat der da Leben eingesammelt? Ist der einfach da den Scheiß hochgelaufen? Mieses Schwein. Ein Glück kannst du nichts machen, weil du die guten Sachen schon verbraucht hast. Danke dafür, was auch immer das war. Okay. Ich nehme meinen Dank zurück. Eine Pistole versperrt mir nur Platz im Inventar. Das ist doch scheiße. Hä, konnten den Schuss noch machen, Junge. Hier, Baum. Genau getroffen. Na, fast genau. War ein guter Schuss. Für kurz vor knapp war ein guter Schuss. Du könntest ja eigentlich... Ja, dachte ich mir. Könntest ja eigentlich mal machen. Die Möglichkeit bietet sich dir doch.
Der ist ja ein bisschen in Gefahr. Das finde ich aber nicht so schön. Schon mal Waffe rausgeholt. Ja, komm runter, dummer Orden. Ich habe keine Zeit für dich. Da war schön, war das. Jetzt nochmal ein bisschen Schaden. Die Richtung war nicht ganz perfekt, aber die Weite war doch ganz gut. Und du musst ein bisschen laufen. Kriegst du das hin, rechtzeitig da zu sein, bevor dein Zug endet? Ich glaube schon. Aber mehr wirst du dann auch nicht machen. Haben wir denn alle? Ich habe jetzt nachgezählt. Ich glaube, einer fehlt noch. Stellt sich dahin. Ja, komm aus deinem Baum raus und dann wieder rein in deinen Baum. So. Habe ich noch einen Luftschlag? Ich glaube nicht. Habe ich jetzt alle? Ich glaube, ich habe alle. Ach, verdammt. Da ich mit der Waffenauswahl ein bisschen verkackt. Du nervst. Die Mission nervt. Sie zieht sich. Wie so ein Kaugummi. Er ist ja wieder am Baum. Hält er wieder ein bisschen mehr aus. Ja, ich scheine alle Orden zu haben. Ich habe jetzt hier nichts, um dich wirklich gut kaputt zu machen. Ich werde auf jeden Fall besser mit den Bazookas. Habe ich das Gefühl. Ich komme da langsam wieder rein. Zum Ende des Spiels komme ich wieder rein. Ja, schieß auf ihn, der hält es aus. Der hält es noch ein bisschen aus. Und dann ist es gleich aus für dich. Wo bin ich? Du hast auch schon... Oh, ich habe nur einen Cluster. Das ist ja nett. Ich hänge an meinen eigenen Scheißschwein fest. Bitteschön. Bist du tot? Ich hoffe mal. Jo. Mission vorbei. Mission accomplished. So, nochmal ein ordentlicher Ordenregen. Das war die letzte Insel, beziehungsweise die letzte Region. Und die eigentliche letzte Insel kommt jetzt gleich. Aber erstmal darf ich speichern, wa? Und da kriegt Dosenfleisch auch endlich mal seine wohlverdiente Beförderung. Jetzt ist er auch ein Held, wie die anderen auch. Hat er sich verdient. Und dann haben wir noch 6 Punkte übrig. Die behalte ich. Die haben sich das nicht verdient. Und dann kommen wir zur letzten Mission. Krieg, Schlacht und Sieg! Generalstab! The Finest Stand. Streng geheim. Klassifiziert. Die letzte feindliche Streitmacht hat sich zu einem letzten Gefecht gegen uns auf der Island of Swill versammelt. Ihr Anführer ist wohl auch anwesend. Also schaltet ihn aus und bringt diesen Krieg schnell zu Ende. Major Grimschwart. Das große Ding. Erwartet das Unerwartete. Wagt es nicht zu scheitern. Zerstört die Fraßpumpen. Mission 25. The Finest Stand. Und da stehen bereits ganz, ganz viele Gegner rum. Aber diese Gegner, sie sind schwach. Sie sind Pipifax. Der einzige, der nicht Pipifax ist, ist der Typ im Turm. Der könnte tatsächlich ein Problem sein. Es ist ja schön, dass ich einen Airburst eingesammelt habe. Dadurch konnte ich noch ein Waffenpaket einsammeln. War aber auch nichts Besonderes jetzt. So, Ruf gestellt. Ich will, dass er da rauskommt. Er hat ganz, ganz viel Leben. Ich muss ihn aus der Map sprengen. Ich muss ihn ganz schnell aus der Map sprengen. So. Karte benutzen zum Zielen. Oh, das war ganz nett, war das. Naja. Kommst du raus, bleibst du auf mir drauf. Ich muss dafür sorgen, dass du ganz, ganz schnell da irgendwie wegkommst. Deswegen nehme ich jetzt sogar Eigenbeschuss in Kauf. Der muss zum Kartenrand. Der wird jetzt methodisch zum Kartenrand gebombt. Damit ich den auch mit einem TNT einfach raussprengen kann. Der Rest, der kann nichts. Die sind so Rang 2 oder 3 oder so. Die haben keine großartigen Waffen. Er hat einen Mörser. Toll. Mit denen kann er auch nicht viel anfangen. Was versuchst du denn jetzt? Mich da mit einer Bazooka rauszuschleudern? Das funktioniert nicht. Dafür hat eine Bazooka nicht genug Kraft. Das ist ein Gegner. Dann
Spreng ich jetzt? Wahrscheinlich spreng ich den Scheiß aus Versehen mit den TNT jetzt. In die richtige Richtung sprengen? Hehe. Alle Kräfte auf ihn bündeln. Damit der Herrn schnell weg ist. Bam! Der könnte tatsächlich schon reichen, ihn zu töten. Und der Rest, der kriegt einen Tod von oben. Luftschläge. Ich habe ganz viele Luftschläge für euch. Den könnt ihr euch nicht entziehen. Du bist auf der anderen Seite der Map. Schon mal rausgeholt. Dann renn mal, mein Freund. Ich bin schnell genug, um hinzukommen. Ich war schnell genug, um ihn zu töten. Ist die Frage, ob das reicht? Ich sag mal, vielleicht. Ich stelle mich mal auf den Typen darauf. Ja, nächste TNT und du bist weg. Hi. Von so nahen? Mit einem Sniper? Ja, was hast du denn sonst auch, Andret? Du kannst ja nichts anderes tun. Und damit dürfte denn auch lila Typ tot sein. Vielleicht. Vielleicht bist du jetzt tot. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass dieses TNT gut genug platziert ist. Und reicht, dich rauszusprengen. Nein! Er ist noch am Leben. Das ist aber schlecht. Ja, dann hat Blutwurst gleich die letzte Chance dazu. Willst du die Waffenkiste? Was machst du mit der Waffenkiste? Airstrike. Er airstrikt mich. Die Sau. Ja, Waffenkisten sind gefährlich. Besonders in den Händen des Gegners. Es dürfte nicht reichen, um mich zu töten, aber es nervt mich auf jeden Fall. Es nervt mich. Ja, ja, ja. Von mir aus. Notfalls muss ich dich irgendwie mit Clustergranaten raussprengen. Aber ich glaube, das dürfte jetzt aber wirklich reichen für dich. Das dürfte dein Ende sein. Major General Owen, das war's für sie. Wunderbar. Und jetzt nur noch um die Schwächlinge uns kümmern müssen hier. Da kommt jetzt einfach ein Airstrike nach dem anderen. Da muss ich mich nicht mal für bewegen jetzt. Mach mal das so, damit du die hintereinander abkriegst. Vielleicht überlebt er das. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wäre besser, wenn nicht. Dann geht's schneller hier vorbei. Na, falsch rum. Aber er ist tot. Das hat doch gereicht. Schön. Ja, Waffenpaket. Braucht niemand. Da kriegt jetzt auch nochmal einen Airstrike. Nee, ein Jetpack. Benutzt du das vielleicht? Um was dir selber schaden? Hör auf, irgendwas zu machen, damit ich dich einfach töten kann. Diese sinnlose Gegenwehr. Dann treffen sie nicht mal. Nächster Airstrike. Mr. Gabe. Auf Wiederschuss. Pam, 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 pam. Overkill. Ganz systematisch. Aus der Luft. Weggebombt. Wer braucht denn jetzt hier die Dings? Ach ja, du stehst zu nah dran an mir. Du stehst zu nah dran an mir. Das finde ich auch nicht so schön. Deswegen machen wir... Du bist der Einzige, der wahrscheinlich nicht jetzt hier von einem Airstrike gekillt wird. Sondern von der Cluster. Was soll's? Wiederschuss. Boah, der hat aber ordentlich gesessen. Das war ja fast voller Schaden. Nächste Kiste. Hättest du ja gleich treffen können und einsammeln können. Ist egal. Kommt eh nicht mehr dran. Ja, würdest du gerne ran, wa? Eine Granate. Wie abwechslungsreich. Er trifft sogar. Grün, weil er so weit weg ist. Bitteschön.
Ja, das war für dich. Die Mission ist geschafft, also. Da gibt's nichts zu debattieren hier. Ja, Gunther. Du bist alleine. Mit 50 Leben. Deinen sicheren Tod ins Auge blickend. Schmeißt du eine Granate. Triffst noch mal ein bisschen. Habe ich noch einen Luftschlag für dich? Könnte jetzt sein, dass ich keinen Luftschlag mehr habe. Ah, doch, doch. Na gut. Dann sprengen wir dich in Landesinnere. Du dürft, glaub, reichen. Und der Letzte stirbt im Wasser. Explosiver Tod zum Schluss. Mission accomplished. Die Mission war erfolgreich, die Schlacht wurde geschlagen, der Krieg wurde gewonnen. Aber es war noch nicht der letzte Krieg. Denn nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Das war Frontschweine Pinstripes Mod Version 3. Mit mir, den Lars. Und beim nächsten Mal gibt es Version 4. Und danach Version 5. Und Version 1 und 2 gäbe es auch noch. Und nicht zu vergessen, den Hard-Modus. Für das normale Spiel und natürlich für die ganzen Mods. Also gäbe es an sich noch ganz viel Frontschweine für uns. Ich freue mich drauf. Ich hatte meinen Spaß. Ich werde auch weiterhin meinen Spaß haben. Ihr hoffentlich auch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund! Bleibt bunt! Macht euren bunten. Weggetreten.